Samstag, dem 24. Jänner, fand in Borgriskirchen ein Tag der offenen Tür statt. Schüler und Lehrer gaben einen auszugsweisen Einblick in den Schulalltag. So wurde den Gästen, allen voran den interessierten Kindern und deren Eltern, der Unterricht in den einzelnen Fächern näher gebracht. Wir haben zwei verschiedene Schultypen, die Musik betreffen. Das eine ist der sogenannte Instrumentalzweig und das andere die musische Sonderform. Im Instrumentalzweig haben die Schüler außer Musikunterricht jeweils 2 Stunden die 4 Jahre noch ein Instrument, ebenfalls 2-stündig alle 4 Jahre. Und in der Sonderform, da haben sie mehr Stunden Musik und auch das Instrument. Also das fängt in der 5. Klasse mit derzeit 5 Stunden an und in der 6. und 7. sind es dann 4 Stunden und in der 8. 3 Stunden. Das ist also gedacht für besonders musikinteressierte Schüler. Im Bereich des Wahlpflichtfaches, das jeweils zu 2 Stunden in der 7. und in der 8. Klasse stattfindet, findet speziell die Vorbereitung statt für Laborarbeiten für den naturwissenschaftlichen und medizinischen Bereich. Hier werden also die grundlegenden Fähigkeiten erlernt, wie arbeite ich im Labor richtig, wie gehe ich mit Säuren und Basen um. Natürlich werden aber auch hier verschiedene Trennmethoden, chemikalische Grundsätze und dergleichen behandelt, aber auch speziell in der 8. Klasse dann ein sehr praxisnahes Programm durchgeführt, unter anderem auch das Projekt Naturkosmetik, wo eben die Schülerinnen naturkosmetische Produkte selbst herstellen, wie eine Bodylotion, eine Ringelblumencreme und natürlich dann auch selbst verwenden. Die sind also mit großer Begeisterung dabei. Die Konkurrenz ist ja sehr stark, also von den musischen Fächern. Wie gestaltet man da den naturwissenschaftlichen Unterricht, dass trotzdem die Leute bei der Stange bleiben? Wie gestaltet man den Unterricht? Ja, man versucht einmal einige spektakuläre Versuche vorzuführen. Man versucht immer wieder einen Praxisbezug herzustellen von der Chemie, weg von der reinen Theorie, mehr hin zur Praxis, indem man hinweist, wo das vorkommt, etc. etc. Ja, teilweise vielleicht Gruppenunterricht und eben auch Schülerexperimente, dass Schüler Versuche selber machen. Für Schüler, die Eingangsvoraussetzungen knapp verfehlen, gibt es das sogenannte Übergangsjahr, ehe man in das eigentliche Oberstufengymnasium eintreten kann. Das Borgriskirchen führt in den 5. und 6. Klassen 4 Schulformen, in der 7. und 8. Klasse 5 Schulformen. So finden sowohl musisch als auch naturwissenschaftlich Interessierte ein jeweils zugeschnittenes Angebot. Ja, es gibt Wahlpflichtfächer und zwar kann man entweder Multimedia gehen, ist natürlich für einen Zeichner super, weil man natürlich im grafischen Sinne auch weiterarbeiten möchte. Dann kann man in verschiedene Sprachen gehen, zum Beispiel Russisch, Spanisch, Italienisch und so weiter. Man kann auch die Fächer vertiefen, zum Beispiel, wenn man jetzt recht gern zeichnet, dass man dann nur 2 Stunden Zeichnen dazu nimmt pro Woche. Ja, man kann Informatik gibt es auch noch. Ja, und natürlich im mathematischen Bereich so und Geometrie, sowas kann man auch noch was weitermachen. Und es ist ja so, im Zeichnen hat man ab der 7. auch Schularbeiten, die dauern 2 Stunden. Ja, und nein, es ist eigentlich, die Lehrer gehen auch super mit dir um und es passt eigentlich alles. Mir gefällt einfach, wie die Leute so miteinander umgehen. Es gibt halt keine Vorurteile und so. Und ja, es ist halt einfach ganz gemütlich im Borg. Ich habe begonnen mit meinem Dienst 1971, 72. Da waren noch 43 Schüler in einer Klasse. Das ist heute undenkbar, auch die schrecklichen 35, die wir haben, die viel zu viel sind und wo wir versuchen wegzukommen. Also haben sich die Schüler mal in der Zahl verändert. Sie haben sich auch verändert, glaube ich, in dem, was die Ausdrucksfähigkeit betrifft. Schüler sind heute wesentlich freier, wesentlich offener, können sie ohne weiteres einmal wohin stellen, eine kurze Rede halten, können sich selber vorstellen, können in der Öffentlichkeit was sagen. Das ist tatsächlich so. Vielleicht hat sich die Konzentrationsfähigkeit etwas verringert, das mag schon sein. Aber im Prinzip, junge Menschen sind junge Menschen, das ändert sich nicht. Gott sei Dank gibt es noch die jungen Leute. Dass an einem Tag der offenen Tür nicht nur Unterricht und Infos gegeben werden, versteht sich von selbst. Und so wurde unter anderem auch eine Tanzvorführung geboten.